Na, seid ihr bereit für die geballte Ladung Action? Ich bin's nämlich nicht. Ich habe Angst zu sterben. Rechts. Ich zünde sie an. Oh, kommt, ey. Ich will endlich durch. Hilfe. Schwächling. Uff, voll ins Bein geschossen. Erst wenn ich das... Oh. Leer. Kacke. Spür meine Handknifte. Bam, bam, bam. Duck dich. Duck dich. Arschloch. Nein, an dir werde ich jetzt nicht hier versagen. Direkt in den Arsch. Direkt in den Schädel. Jetzt in den Schädel, natürlich. Grunt, du laberst doch nur Scheiße. Komm raus. Ha, hab du einmal getroffen eben. Oh, das hat gezogen. Die eine Attacke von dem... Von Grunt wäre das gemacht gerade. Voll stumm gemacht und dann war der tot. Naja, oder so ähnlich. Langsam habe ich keine Lust mehr auf diese Stelle hier. Jetzt kann ich wirklich meine Granate reinwerfen. Stump! Bats! Komm hoch! Stump! Bats! Mit nur noch 16 Schuss. Ey, Alter, bin ich arm in der Munition gerade. Ich hoffe, hier liegt genug rum. Ey, Shepard! Was machst du denn? Also, ah! Sagt jetzt nichts. Ich war gerade auf den falschen Tasten. Ich war auf Q, Q, Caps Lock, A und S. Das ist schon ein bisschen blöd. Mensch, wie viele denn noch, ey? Feuer Deutsch? Ich bin nicht Deutsch. Ja, doch, doch bin ich, aber nicht so wie ihr jetzt denkt. Oh, Alter. So, eine. Wie viele denn noch? Leckt mich. Gar nichts mehr. Keine Munition mehr. Kannst du komplett vergessen. So, bitte lass jetzt keine mehr kommen. Oh, Alter, wie viele sind ihr denn? Ich zünde sie an. 37, 46. 43 habe ich aufgenommen, nicht 37, komme ich darauf. Dachte gerade, ich hätte schon 7 Minuten oder so. Hä? Aber so viel habe ich ja noch gar nicht. Lass mich doch wenigstens mal kurz die Munition einsammeln, die ihr fallen lasst. Oh Scheiße, jetzt wird's böse. Direktor Kuriel. Okay, okay. Ich zünde sie an. Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Boomt! Genau, schießt du. Boomt! Boomt! Headshot! Die ganzen Typen waren viel schwieriger. Oh, ich habe meinen Hut vergessen. Okay, nein. Wie die guckt. Wie die guckt. Wollen Sie? Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich bin hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert?
Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können sie in Sicherheit bringen und bitten um ihre Hilfe. Erschießen Sie sie einfach und beleben Sie sie an Bord wieder. Versuchen Sie es ruhig. Wir werden sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Schließen Sie sich mir an, dann werde ich für Sie tun, was ich kann. Keine Versprechungen, die Sie nicht halten können. Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Sagt mal, kann das sein, dass sie ein bisschen freizügig angezogen war? Ein ganz bisschen. Edi versorgt sie oft mit wertvollen Informationen über die Mission oder was? Etwaige Fortschritte. Sie sollten ihr zuhören. Ich hasse Edi. Ich schaffe auch so alles. Mann. Bin doch nicht blöd. Naja, doch irgendwie schon. Ich bin eigentlich nicht so blöd in Spielen, wenn man auch mal rätseln muss. Ich schaffe die Rätsel eigentlich. Aber manchmal komme ich auf die primitivsten Sachen nicht. Willkommen auf der Normandy, Jack. Die einfach in diese Tür da gehen, um den Kogana zu finden. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Naja. So, wie spät ist es? 50. Ach man, ich bin nur zu blöd, um auf die Uhr zu gucken. Man, da haben wir den noch. Genau, boah, da habe ich auch noch 8 Minuten ungefähr. Ist ja fett. Da habe ich ja wirklich noch Zeit, zum nächsten Planeten zu fahren, oder? Oder? Wir brauchen einen Wissenschaftler, um das technische Labor zu benutzen. Ja, das weiß ich. Ich kann ja auch mal gucken. Dann müssen wir Jack jetzt auch erstmal aktivieren hier. Nee. Gut. Ey, wie viele es noch gibt, ne? Dr. Morden Sellers. Spezialist für biologische Waffenausbildung am leichten Waffen bei der Special Task Group STG. Das hier der Professor. Na, alles klar. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes, oder? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Warum klingelt mein Telefon? Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal eben ans Telefon gehen. Tschüss. Bis gleich. So, fertig. Hallo von den Reds. Von Finch. Wer ist Finch? Ich habe mir auf einer der Überfälle kommen. Ich weiß genau, so einige Seiten. Ach, leck mich doch an den Arsch. So, ich würde sagen, wir reisen jetzt gleich mal zum nächsten Planeten. Wo können wir denn mal als nächstes hin? Muss ich erstmal gucken. Der Professor, der Rat, die Kollektoren noch weiter. Was? Aria? Okay. Wir haben schon ziemlich viel geschafft, fällt man halt mal so auf. Naja, okay, es wird noch viel mehr kommen, sicherlich. Reden Sie mit Aria im Afterlife und informieren Sie über Morden Solos. Yeah. Das würde ich doch sagen, machen wir jetzt. Das habe ich ja eben auch schon gesehen im Massenportal. Oh
Omega den Professor rekrutieren. Ich glaube, wenn ich dieses Geräusch mache, hört man nur so ein komisches Rauschen im Mikrofon. Vielleicht nur so oder so. Den Professor rekrutieren. Auch auf Omega. Also nee, wir waren auf. Manchmal, wir waren noch auf Omega. Hey. Auf uns zu verarschen. War der echt? Ha, das hätten wir noch machen können. Ah, andocken. Wenigstens kommen keine Cutscene. Jetzt, wahrscheinlich. Weil wir dann wahrscheinlich gleich landen werden, um zum Professor zu kommen. Auf ein Teammitglied freue ich mich schon, ey. Das kriegen wir, glaube ich, erst ganz spät. Aber es ist ein echt, ja, cooler Charakter, das man gar nicht so erwartet hätte. Da er eigentlich böse ist. Seine Art und Weise von den Typen. Okay, ich sag's gleich, es ist ein Geth. Wie der eigentlich böse, aber man kriegt ihn auch und der ist wirklich gut. Naja, und dieses Mal werde ich mich jetzt auch nicht so dumm kümmern, wer überlebt und wer stirbt. Ich möchte nur ein paar überleben lassen. Nämlich... Ach, immer die beiden. Gareth will ich überleben lassen. Ja, denn der ist cool. Ah, jetzt kann ich mal... 3 Stück habe ich. Dann mache ich doch erstmal hier ein. Und hier. Yay. Auf jeden Fall Gareth, weil Gareth cool ist. Tali möchte ich... Anfragen nach Berichten über Archangel gestartet. Die verschiedenen Söldnergruppen halten ihn anscheinend für tot. Für mich ist das okay. Lol. Ja, sorry Leute, Avira wollte sich gerade mal wieder aktualisieren und einfach mal so aus Spaß ist das Spiel minimiert worden. Aber das ist jetzt egal. Ich hoffe, der hat es komplett aufgenommen bis eben. Man hört von hier schon die Porno, die Clubmusik. Auf jeden Fall möchte ich Gareth und Tali überleben lassen. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir Ashley noch kriegen. Aber wir begegnen sie, glaube ich, noch. Rex auch. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten. Wenn wir die sind auch Mass Effect 1, die sollen die ganze Zeit schön überleben. Dann möchte man natürlich auch ein paar sterben, weil sonst doch irgendwie langweilig, wenn alle überleben, oder? Low Power. Ja, wo ist denn der Professor? Reden Sie mit Area im Afterlife. Oh, Spieler mit Area. Area 52. Scheiße. Stehen immer noch die gleichen Typen. Lassen Sie mich rein. Ha, ihr seid doch Trottel. Aria erwartet mich. Und ich komme einfach so rein. La 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 la. Kailan, Kylan, Ceylan, Ceylan, Blin Ceylan. Nein. Oh. Nein, diesmal lasse ich mich jetzt nicht so blöd ablenken hier wie sonst immer. Das ist doof. Nein, nicht hingucken. Nicht hingucken. Ah! Okay. Der Area wieder. Gritz. Was ist das für ein Name? Was brauchen Sie? Ich suche nach Morden Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Wie komme ich zu ihm? Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Einer der Söldner, die hinter Archangel her waren, hatte dieses Datenpad dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard.
Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. Danke. Vielleicht komme ich später wieder. Bis dann, Soldat. So, und ich sag jetzt. Achso, und ich sag jetzt, glaube ich, auch mal. Tschüss, denn. Ey, sogar dahinter ist einer. Voll sinnlos. Aber irgendwie auch geil. Egal, ich sag auch tschüss und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, weiß ich auch nicht. Nach Morden suchen. Tschüss.